Hallo, worum es heute geht, ist die Reparatur eines defekten Gewindes in einem Pistolenkörper von der SATA MiniJet 3. Und ja, also da war innen drin das Gewinde im Pistolenkörper war halt irgendwie, keine Ahnung, kaputt gegangen halt, ne? Und dann hielt der Becher nicht mehr. Das Gewinde ist ja am Becher, ne? Also man sieht das hier, weil das ist der gleiche Becher wie bei einer SATA Dekor. Ich schraube den mal kurz runter, dann sieht man das. So, ne? Also das Gewinde hier war in Ordnung und das im Pistolenkörper war defekt. So, und ich habe zwar noch hier andere Pistolen von SATA, also jetzt ist jetzt die MiniJet 4 mit einem 1,3er Spot Repair Düsensatz, ist aber für mich nicht unbedingt immer zweckmäßig, weil die hat einen relativ breiten Düsenstrahl und für spezielle Sachen, so Beilackierung, zum Beispiel bei Dreischichtlacken, wo man relativ an Objekten, wo die Beilackierungsstelle relativ klein ist, da kann ich so einen breiten Strahl nicht unbedingt so gut verwenden, außer ich würde es vielleicht auf Rundstrahl runtergehen, aber das ist dann noch wesentlich schwieriger, da die Farbe vernünftig aufzubringen, so dass man diesen Übergang nachher nicht sieht. Also da habe ich dann lieber eine MiniJet 3, die hat nämlich vorne ein relativ der Strahl, also der ist bei der Vierer ist der relativ, geht der groß auseinander, bei der Dreier ist er verhältnismäßig schmal und da mag ich diese Pistole eigentlich für solche speziellen Sachen ganz gerne. Die hat zwar jetzt auch nur diesen Mini-Becher drauf, da gehört normalerweise auch so ein großer Becher drauf, die Gewinde sind aber identisch, aber für die Sachen, wo ich es verwende, reicht mir der kleine Becher in der Regel fast immer aus. Also habe ich den, weil ich den gerade übrig hatte, habe ich den da drauf gemacht. Und ich hatte bei SATA angefragt, ob man das Gewinde reparieren kann, aber ich habe mir das schon fast gedacht, aufgrund der relativ dünnen Materialstärke zur Außenwandung hin, war das leider nicht möglich. Und gebraucht findet man die halt auch nicht so häufig. Neu gibt es sie halt nicht mehr. Da kriegt man nur noch die Vierer oder Nachfolgemodelle. Und wenn man sich an so eine Pistole mal gewöhnt hat, dann will man die nach Möglichkeit auch weiter benutzen. So, und jetzt erkläre ich dann mal, also das war so eine Idee, ich wusste nicht, ob es funktioniert. Darum habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert. Und zwar bin ich dann hingegangen und habe praktisch diesen Becher, der ist ja jetzt fest montiert, also wenn ich die Pistole in Zukunft sauber mache, dann muss der Becher in Gottes Namen dranbleiben, ist aber nicht so weiter dramatisch, weil da werden eigentlich nur Basislacke mitverarbeitet. Also die Pistole ist eigentlich, die hat eine 0,8er Düse drin, die verwende ich eigentlich nur für Basislacke. Und von daher ist es auch relativ einfach zu reinigen. Und ich bin hingegangen und habe den Becher genommen, habe hier so Klebeband drumherum gemacht und habe dann hochkant, also so hochkant gehalten und habe mir eine Epoxidharzmischung gemacht, also normales Epoxidharz in Verbindung mit Zinkstaub. Also Zinkstaub habe ich genommen zum Verdicken. Man könnte auch ein Aluminiumpulver nehmen zum Eindicken oder so. Weil ich habe das Harz, ich habe eine relativ ganz kleine Menge nur angemacht, weil für so kleines Ding braucht man ja nicht viel. Und dazu zum Abmessen, weil da so kleine Döschen sind, habe ich das Harz in ein Wasserbad gestellt zum Anwärmen. Dadurch wird es etwas dünnflüssiger. Hat natürlich dann hinter den Nachteil, dass es dann überall gleich raussuppt. Also habe ich hier so Klebeband drumherum gemacht und habe dann das Harz eingedickt mit dem Zinkstaub und habe das hier drum verteilt und dann praktisch den Pistolenkörper genommen und oben aufgesetzt und dann das Ganze fixiert und einfach mal über Nacht trocknen lassen. Also ich habe das jetzt schon mit Lösemittel, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber
Ich habe also Wasser schon in der Pistole drin gehabt und es ist absolut dicht. Mit dem Lösemittel warte ich jetzt noch ein bisschen, ein paar Tage, weil das Harz braucht relativ lange, bis es endgültige Festigkeit erreicht hat. Und dann ist das auch lösemittelresistent hinterher. Da passiert dann also nichts, wenn man da mit Verdünnung oder so weiter dran geht. Und dann sitzt die für die nächste Zeit, kann ich die dann weiterverwenden. Also in normalen Lackierereien, wenn eine Pistole dann, die schmeißen in der Regel so Pistolen weg und kaufen sich halt eine neue. Aber die machen in der Regel auch nicht so Spezialsachen, wie ich sie hier zum Beispiel mache, wo mir natürlich so eine Pistole da eigentlich sehr willkommen ist, dass ich da auch ein bisschen Auswahl habe an Pistolen. Weil nur weil das jetzt ein älteres Modell ist, heißt das nicht, dass sie viel schlechter ist, weil sie hat auch gewisse Vorzüge. SATA hat ja jetzt ein ganz neues Modell entwickelt. Das ist diese, allerdings von den großen Pistolen, diese X5500. Ich habe das in einem Video von SATA gesehen. Da ist innen drin dieser Luftverteilungsring. Den hat man wegfallen lassen. Das war immer so ein Punkt, der mich auch immer etwas gestört hat. Der sitzt also praktisch unter der Düse, ist noch so ein Kunststoffring. Und ja, der verdreckt halt gerne. Der hat noch so feine Luftkanäle, der soll die Luft besser verteilen. Aber bei mir macht der jetzt gerade bei der Vierer öfters mal Probleme, dass ich das dann auseinander. Ich muss den rausnehmen, muss den reinigen, wenn der mal kaputt geht, weil der Kunststoff, der hält halt auch nicht so lange. Ja, die sind nicht ganz so günstig. Ne? Also ich habe gesehen, für so einen ollen Kunststoffring 10 € hinzulegen, ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und das hat man jetzt bei dieser neuen Pistole, hat man anscheinend diesen Kunststoff, ich habe die Pistole auch noch nicht in den Fingern gehabt, da hat man diesen Kunststoffring jetzt weggelassen, weil man wohl erkannt hat, dass der nicht ganz so unproblematisch ist. Oder es kommt halt aufgrund der Bauform, ist er nicht mehr notwendig, keine Ahnung. Und bei der gibt es ja zwei verschiedene Düsensatzsysteme. Das haben sie in der Broschüre ganz schön aufgelistet. Sogenannte I- und O-Düsen. Die verteilen das dann, also die haben Untersteher. Eine ist mehr so mehr hochkantig und der andere, der X-Düsensatz, mehr so rundlich. Also das hängt da wohl zusammen mit den Randbereichen und so weiter und mit der Auftragungsgeschwindigkeit. Weil sie gerade so die Wasserlacke, die werden ja relativ fett aufgetragen. Jetzt bei mir nicht unbedingt, weil ich tue das für bestimmte Sachen auch ein bisschen anders handhaben. Mir wollte letztens die Tage ein Lackierer erzählen, die dürfte man nicht mehr verdünnen, da darf also nur dieser Aktivator rein und sonst gar nichts. Halte ich ehrlich gesagt für Unsinn. Weil mit VE-Wasser, gerade jetzt bei kleineren Düsengrößen, kommt man nicht drum herum, die etwas zu verdünnen. Und das funktioniert. Also ich habe da noch nie Probleme mit gehabt, darum weiß ich nicht, wie der auf so eine Idee kommt. Aber egal. Und also die neuen Systeme sind natürlich schon sehr interessant. Die Pistolen sind natürlich, ja gut, ich meine dafür, dass die ewig lang halten. Sind sie immer noch, haben sie ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, aber ist natürlich, wenn eine Pistole mal wegen so einer Kleinigkeit da kaputt geht, ist das natürlich ärgerlich bei einer Spritzpistole, die, was weiß ich, 600 € kostet. Jetzt gibt es hier auch noch so ganz schick irgendwo, ich weiß nicht, in dem Prospekt ist es leider nicht drin, mit so Dekore hier. So praktisch, dass ich vermute, das ist ein Aluminiumkörper bei den neuen Pistolen und da wird das dann mit so einem Eloxal-Hinterdruckverfahren aufgebracht und dann nachträglich eloxiert. Darum ist es dann auch hinter das ganze Lösemittel beständig, also für Lackiererei geeignet. Sonst wäre das so ähnlich, werden ja auch diese Messstäbe hergestellt. Die kann man ja ruhig in Verdünnung einstellen. Dieser Druck da drauf, der geht ja nicht ab. Das ist halt. Das ist ein spezielles Verfahren, da wird ein Druck aufgebracht auf das rohe Aluminium und wird durch das nachträgliche Eloxieren wird dann der Druck praktisch geschützt, der dringt dann in das Aluminium ein. Dadurch ist es natürlich sehr haltbar und das verwendet SATA, vermute ich jetzt mal, aber ich denke, da liege ich schon ganz richtig, verwenden die für ihre
Limited Edition Serien, wo sie dann so schicke Bildchen aufgebracht haben. Ich meine, gut, klar, das sind, glaube ich, dann eher Objekte für Sammler als für den täglichen Alltagsgebrauch, weil da sieht natürlich eine Pistole gleich mal nicht ganz mehr so schön aus wie jetzt. Man sieht es ja hier, da ist überall noch alte Lackrückstände drin. Mittlerweile, das ist auch so typisch für das Modell, da am Haltebügel innen drin, da ist jetzt auch schon diese Beschichtung weg, fängt jetzt leicht an zu rosten, aber solange in den eigentlichen Farbkanälen alles in Ordnung ist, ist das eine Top-Pistole. Ob da jetzt hinten irgendwo hier so ein bisschen Rost am Handhebel ist oder so, das stört eigentlich nicht weiter. Das ändert ja auch nichts an der Pistole, dass sie deswegen schlechter wäre. Solange die Funktionalität gegeben ist und die Farbkanäle und Luftkanäle innen drin sauber sind, kann man diese Pistolen wirklich ewig verwenden. Ne? Gut, die Düsensätze, bei der dürfte man die Düsensätze noch bekommen. Bei noch älteren Modellen, da gibt es dann teilweise echt keine Düsensätze mehr. Aber von da sind diese Pistolen auf jeden Fall immer zu empfehlen. Und sie werden ja auch gebraucht ganz gut gehandelt. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit wieder mal günstig eine zu erwischen, eine gebrauchte. Weil wie gesagt, die ist halt wirklich eine super Pistole für bestimmte Zwecke, wo ich sie halt ganz gerne verwende. Auf jeden Fall, es ist dicht und funktioniert. Also von daher ist schon, ja, ist noch Wasser drin? Nö. Was ich bei der Pistole jetzt auch schon festgestellt habe, ist, dass da vorne so ganz leichten, naja, Rostansatz kann man jetzt nicht sagen. Die Düse ist noch tipptopp in Ordnung. Aber ich habe sie relativ lange in der Verdünnung liegen gehabt, weil die war ziemlich eingedreckt. Und da ist jetzt wohl diese Beschichtung leicht weggegangen. An einem kleinen Beispiel kann ich das mal erläutern, was ich mit dem breiten Strahl meine. Und jetzt, das ist jetzt so ein Instrument, wo ich mal gemacht habe. Das ist auch so ein typischer Dreischichtlack. Da ist also ein, ja, leicht eingefärbtes Silbermetallic drunter, also ein Silber praktisch, und dann mit einer Candy-Lasur praktisch diesen roten Überzug gemacht. Und was jetzt hier auf dem Bild nicht zu sehen ist, ist, dass das Rot, das wird nach hier unten hin, wird es noch dunkler. Wenn man das Objekt dann vor sich sieht, da erkennt man es dann schon ganz gut. Wenn da jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nachträglich, ich meine, wenn ich sowas mache, dann muss ich das im Nachhinein auch ausbessern können, weil das ganze Instrument nochmal zu machen oder so, das wäre einfach, wäre dann zu teuer. Also muss es auch auszubessern sein. Und wenn ich was mache, dann kann ich das auch ausbessern. Ansonsten mache ich sowas erst gar nicht. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier an der Ecke was beilackieren müsste, nachträglich, dann müsste ich ja mit dem Silber anfangen und müsste dann schon Übergangsbereiche schaffen. Ich habe das irgendwo auf meiner Webseite, kann man das dann sehen. Da habe ich eine Beschreibung gemacht, so einen Dreischichtlack auszubessern. Müsste ich praktisch erst das Silber ausblenden und mich dann langsam mit der Lasur rantasten. Wenn ich jetzt mit der 9, mit der 4er, die einen relativ breiten Strahl hat, dann hätte ich doch relativ breiten Übergangsbereich. Ich will aber so klein wie möglich das Ganze halten, damit ich immer noch Auslaufzonen habe, ohne dass jetzt zu viel gemacht werden muss. Und da ist natürlich dann die 3er, die einen schmaleren Strahl hat, der ist dann einfach schmaler, und da kann ich dann schon viel gezielter arbeiten. Vor allen Dingen mit dem 08er Düsensatz haut die mir auch nicht so viel Material raus. Allerdings muss ich dann unter Umständen auch mal den Basislack entsprechend mehr verdünnen und muss dann unter Umständen ein bisschen mit dem Luftdruck runter, aber das ist so eine Gefühlssache. Zum Beispiel SATA gibt es ja für die Düsensysteme, sagen die immer, man soll dann praktisch die empfohlenen Düsensätze und so weiter nach diesen Vorgaben der Lackhersteller verwenden. Ist aber nicht immer unbedingt machbar. In der Lackiererei, also in der konventionellen Lackiererei, wo sie, was weiß ich, ganze Teile einfach überblasen,
Da macht das natürlich schon Sinn, aber für so Spezialitäten oder so sollte man sich da von solchen Sachen ganz schnell verabschieden. Da sind aber auch die meisten konventionellen Lackierereien mit völlig überfordert. Die kommen da nicht mit klar, weil die wissen dann nicht, wie sie so Materialien oder beziehungsweise solche Dinge handhaben sollen. Das sind ja die Sachen, wo ich vorwiegend mache. Und da macht natürlich dann, wie gesagt, ein schmalerer Düsensatz, auch von der älteren Pistole, macht da schon dann mehr Sinn, ne? Also man könnte es zwar auch mit der Rundpistole machen, allerdings die haut dann punktuell schon wieder viel zu viel Material, trägt die viel zu viel Material auf. Und da müsste man dann wirklich schon wieder sehr mit dem Druck arbeiten und mit noch mehr Gefühl, wie eh schon notwendig ist bei solchen Dingen. Gut, jetzt wisst ihr auch, wie man zur Not mal so ein kaputtes Gewinde repariert kriegt bei der Spritzpistole, falls es mal vorkommt. Also ich habe es jetzt von was weiß ich wie viel Pistolen, ich habe ja noch mehrere Sater, auch große, habe ich das eigentlich noch nie gehabt, nur bei dieser vielleicht. Habe ich da mal selber schief eingedreht oder so, keine Ahnung, ist natürlich möglich. Da will ich jetzt dem Hersteller keine Schuld geben, weil die Dinger sind eigentlich schon top verarbeitet. Von da, aber so habe ich mir die Pistole gerettet und kann schön weiter damit arbeiten. Weil Düsensätze kriegt man für die noch, das ist nicht das Problem. Ja, vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen.